Da gibt es einige kleine Verbesserungen, zum Beispiel was die Meldewege betrifft. Aber was... Ach, ich bin heute echt nicht gut drauf. Mann. Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ausschuss-Report zum Digitalausschuss vom 5. Mai 2021. Heute mal von einer ganz anderen Stelle, nämlich von der Besuchertribüne des Reichstagsgebäudes. Hinter mir übrigens hängen Bilder eines Künstlers, den ich schon zu DDR-Zeiten sehr verehrt habe, von Karl Friedrich Klaus. Sehr, sehr schöne Grafiken, noch schöner natürlich aus der Nähe. Also wenn es wieder geht, kommt er vielleicht mal den Reichstag besuchen. Diesmal hatten wir im Digitalausschuss drei Themen. Eins davon war sogar ein ganzes Fachgespräch. Da ging es um die Corona-Warn-App und um die Luca-App. Das wird der Schwerpunkt in meinem heutigen Video sein. Und es ging um zwei andere Themen, das NetzDG und Update Deutschland. Zu Update Deutschland, einem Hackathon, bei dem man schon versucht hat, ein bisschen mehr Umsetzung als sonst mit dran zu kleben. Darüber hat uns die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt, Dorothee Bär, berichtet. Diesmal waren auch etliche Bundesländer involviert. Für mich ist es trotzdem wieder mal ein Hackathon, der zwar sehr viel Öffentlichkeit gebracht hat, aber wo sich am Ende trotzdem die Frage der Nachhaltigkeit stellt. Das NetzDG beschäftigt mich eigentlich seit Anbeginn dieser Legislatur. Inzwischen liegt ein Gesetzesänderungsvorschlag von der Großen Koalition vor, der das Gesetz an kleinen Schrauben ein bisschen verbessert, aber leider im Großen und Ganzen trotzdem keine besonders gute Lösung ist, um gegen Hassrede und digitale Gewalt in sozialen Netzen vorzugehen. Ja, Meldewege sollen jetzt verbessert werden. Ja, man soll sich leichter dagegen wehren können, dass zu Unrecht gesperrte Inhalte wieder angezeigt werden. Und gute Sache ist auch, dass Frauen und bestimmte Gruppen als besonders betroffen von Hassrede im Internet extra genannt werden, insbesondere Journalistinnen, Politikerinnen oder Netzaktivistinnen. Aber das passt für mich zum Beispiel nicht dazu, dass die Bundesregierung sich ja nach wie vor weigert, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Impressumspflicht für gerade solche besonders betroffenen Personen abgeschafft wird. Hat sie mir gerade in einer Antwort auf eine schriftliche Frage von mir nochmal bestätigt. Das, was jetzt sogar schlimmer wird im NetzDG, das ist eine Meldepflicht für digitale Großkonzerne, wenn sie Inhalte strafbar finden. Also das sollen die jetzt quasi alleine entscheiden. Die sollen Richter sein und Staatsanwalt. Daten der Nutzer dazu direkt ans Kriminalbundesamt zu melden, das ist eine Privatisierung von Recht, von hoheitlichen Aufgaben. Ich finde, das geht gar nicht und gegen so ein Gesetz werden wir auch stimmen. Beim Hauptthema ging es im Fachgespräch, das übrigens ein öffentliches Fachgespräch war, weil ich das beantragt und die Mehrheiten dafür organisiert hatte, um das Thema Contact Tracing und Clustererkennung, also ihr kennt die Check-in-Funktionen bei irgendwelchen Locations, als Ersatz dafür, dass man heute noch an vielen Orten Papiergästelisten mit Kontaktdaten pflegen muss. Da gab es eine illustre Sachverständigenliste. Es waren zum Beispiel da der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ulrich Kelber. Es war auch der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, da. Wir hatten einen Vertreter jeweils von den beiden betroffenen Unternehmen, beziehungsweise die Unternehmen, die hinter der Entwicklung der Apps standen, also jemanden von SAP, wo die Corona-Warn-App entwickelt wird, und jemand von Nexenio, den CEO, der die Luca-App entwickelt. Dann war jemand da vom Chaos Computer Club, es war jemand da von D64, auch einer zivilgesellschaftlichen Initiative im Bereich Digitales, und es war unsere Sachverständige geladen, Bianca Kastel, die mit Kontaktverfolgung in Gesundheitsämtern, aber vor allem auch mit der IT in einem Gesundheitsamt beschäftigt ist, nämlich im Gesundheitsamt Bodenseekreis. Last but not least war Martin Tschirsich da, ein bekannter Hacker und Chaos Computer Club Experte, der sich sehr gut auskennt mit IT im Gesundheitswesen und eingeladen war vom Innovationsverbund Öffentlicher Gesundheitsdienst. Also wirklich viele hochkompetente Leute, die sich zu all diesen Themen geäußert haben. Der Gesamttenor, den kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Fast alle Sachverständigen waren des Lobes voll für die Corona-Warn-App. Sie sei wahnsinnig sicher, sie sei super datenschutzfreundlich, sie erfüllt ihre Aufgabe. Flächendeckend wurde aber auch kritisiert, dass gute neue Funktionen wie die Check-in-Funktion viel zu spät gekommen sind. Da wurde uns auch gesagt, hätte früher möglich sein können.
Bedauerlicherweise fand es nicht früher statt und hat so eine Lücke gelassen, in die Unternehmen, wie die die Luca-App herstellen, springen konnten. Der größte Vorteil der neuen Check-in-Funktion der Corona-Warn-App, da war man sich im Wesentlichen einig, ist, dass sie ohne Belastung der Gesundheitsämter direkt von Mensch zu Mensch jemanden warnen kann, der zur gleichen Zeit am gleichen Ort mit jemandem gewesen ist, der sich dann später als infiziert und ansteckend herausgestellt hat. Interessant fand ich die Äußerungen von BSI-Chef Arne Schönbohm, der sich lang und breit über die hervorragende IT-Sicherheit der Corona-Warn-App geäußert hat und gelobt hat, dass sie zwei Grundkriterien, nämlich Security by Design und Security by Default, erfüllt. Und selbst als man ganz direkt nach der Luca-App gefragt hat, nicht so direkt mit Luca-App geantwortet hat, sondern er hat gesagt, übrigens ein Werbeslogan der Luca-App, die Datenautobahn ins Gesundheitsamt, dass er Datenautobahnen oder überhaupt Autobahnen eigentlich ganz toll findet, aber sie müssen sicher sein und sie müssen diese beiden Grundanforderungen erfüllen, Security by Design und Security by Default. Und dann sagte er, die Corona-Warn-App, die erfüllt das beides. Man durfte sich dann selber denken, dass das offensichtlich für die Luca-App nicht zutrifft. Und das ist ehrlich gesagt auch so. Sie macht weder das eine noch das andere. Security by Design bezieht sich auf die Architektur. Die ist dezentral mit Datenspeicherung nur auf den Handys bei der Corona-Warn-App. Das macht sie total sicher, weil man alle Handys angreifen müsste, um an alle Daten zu kommen. Im Gegensatz dazu hat die Luca-App einen zentralen Datenspeicher, wo es reicht, wenn man diese eine Stelle angreift. Und das ist dann natürlich auch besonders attraktiv für Angreifer, weil da alle Daten von allen Nutzern auf einem großen Haufen liegen. Security by Design ist so eine Architektur nicht. BSI-Chef Arno Schönbohm ging sogar so weit zu sagen, die Corona-Warn-App ist eine der sichersten Apps in ganz Europa in den App-Stores, die man heute finden kann. Das ist meine Ansage. Auch Ulrich Kelber, der Bundesdatenschützer, war voll des Lobes für die Corona-Warn-App und hat gesagt, selbst seine Prüfung der neuen Check-in-Funktion ging super schnell, weil da war einfach nichts zu beanstanden, denn es ändert sich ja nichts an der Datensparsamkeit der Apps. Daraufhin gefragt, ob denn falsche Check-ins, wie sie bei Luca-App so häufig und so einfach vor allem massenhaft möglich sind, ob das auch ein Problem bei der Corona-Warn-App wäre, da sagt er, theoretisch, wenn man da einen QR-Code scannt, kann man sich auch falsch einchecken, also von einem Foto zum Beispiel, ohne vor Ort zu sein, mit der Corona-Warn-App, wäre aber ein sehr kleines Problem, weil man könne nicht massenhaft und auch nicht andere einchecken, sondern immer nur sich selbst. Da kriegt man dann also vielleicht eine falsche Warnung selber und kann dann überlegen, was man damit macht, aber man belästigt keine anderen Leute und vor allem kein Gesundheitsamt. Was er sich übrigens gewünscht hat als neues Update von der Corona-Warn-App, finde ich auch eine richtig gute Idee. Und der Herr von SAP, der meinte, wenn sie einen Auftrag dafür vom Gesundheitsministerium bekommen, würden sie es auch tun. Und das wäre eine sogenannte Broadcasting-Funktion. Stellt euch vor, ihr wart in einer Location, da sind Leute mit Corona-Warn-App und Leute ohne Corona-Warn-App. Die mit App haben sich eingecheckt. Die anderen haben vielleicht nur ihren Namen in der Papierliste hinterlassen und von denen auf Papierliste ist dann einer infiziert. Da wäre es doch jetzt total toll, wenn das Gesundheitsamt beim Corona-Warn-App-System diesen QR-Code verbunden mit einem Zeitstempel als da war es gefährlich, wenn ihr da gleichzeitig im gleichen Ort wart, eingeben könnte und dann über die Broadcasting-Funktion eine Warnung an die Corona-Warn-App-NutzerInnen rausgeht. Wäre technisch möglich, aber wie gesagt, ein Auftrag vom Gesundheitsministerium muss dafür her. Henning Tillmanns von D64 hat eine ganz interessante Frage gestellt. Der hat gesagt, eigentlich müssen wir überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir mehr Menschen schneller warnen und auf diese Weise Infektionsketten effektiv durchbrechen? Gerade in einer Zeit, wo übrigens die Inkubationszeit bei der Mutation B117, die bei uns vorherrscht, runtergegangen ist, bis auf einen einzigen Tag, wo es offensichtlich auf Geschwindigkeit ankommt, oder wollen wir einfach mehr Daten für Gesundheitsämter? Er sagt, wenn man möglichst schnell möglichst viele Leute warnen möchte, dann ist die Antwort, Corona-Warn-App ist dafür die beste Lösung, weil sie diesen Umweg übers Gesundheitsamt nicht braucht. Will ich aber mehr Daten für Gesundheitsämter, dann ist die Luca-App möglicherweise eine zumindest theoretisch geeignete Lösung, denn sie liefert Daten ans Gesundheitsamt. Allerdings stellen sich da zwei Fragen. Welche Qualität haben die Daten? Und hilft das überhaupt den Gesundheitsämtern?
Da gab es die interessantesten Antworten von Bianca Kastel, Sachverständige mit Erfahrung direkt aus einem Gesundheitsamt. Die hat gesagt, Daten, die keine gute Qualität haben, die können Sie erstmal überhaupt nicht brauchen. Blöderweise muss man die aber angucken, um zu wissen, ob sie nutzbar sind. Da hat zum Beispiel das Gesundheitsamt Weimar mal durchgezählt, von 655 Datensätzen, die sie aus dem Luca-System rausgezogen, also abgefragt haben, waren genau null nützlich für das Gesundheitsamt. 655 Datensätze mussten dafür von der knappen Ressource Arbeitskraft im Gesundheitsamt einzeln angeguckt und bewertet werden. Das ist nicht unbedingt eine Entlastung der Gesundheitsämter. Außerdem hat Bianca Kastel gesagt, das kommt gar nicht so oft vor. Die Allgemeinheit scheint zu denken, dass die armen Gesundheitsämter jeden Tag hunderte von Papierlisten abfragen und abtippen müssen und deshalb eine elektronische Erfassung direkt in ein IT-System der Gesundheitsämter so eine Wahnsinnsentlastung und Beschleunigung bringen würde. Sie hat gesagt, im Landkreis Bodensee hat man seit Beginn der Pandemie über ein Jahr genau dreimal eine solche Papierliste abfragen müssen. Das ist einfach nicht besonders oft nötig. Also überlegt euch mal selbst, wie groß ist die potenzielle Entlastung für Gesundheitsämter, wenn man in mehr als einem Jahr dreimal Papierlisten digital erfasst. Eine recht einfache Ergebnisfindung, würde ich sagen. Bianca Kastel hat übrigens auch den schönen Satz gesagt, Gesundheitsämter betreiben keine Vorratsdatenspeicherung. Die wollen gar nicht Berge von Daten haben, weil im Endeffekt das den Heuhaufen um eine Nadel herum einfach nur noch größer macht. Die arbeiten auf andere Art und Weise, das hat sie in der Anhörung sehr schön erklärt. Ist vielleicht genau die Stelle, an der ich gerne darauf hinweise, dass man unten in den Notes zu diesem Video auch einen Link finden wird. Diese Anhörung wurde nämlich aufgezeichnet und wird in der Mediathek des Bundestages vollständig bereitgestellt. 90 Minuten, ein Teil davon reines Popcorn, zieht euch das gerne mal rein. Bianca meinte auch, es ist für manche Leute, die so eine App nutzen sollen, viel zu schwierig, sie nutzen zu können oder gar unmöglich, denn die Luca-App, die ist nicht mal barrierefrei. Die Leute, die sie nicht benutzen sollen, haben es wiederum zu einfach. Zum Beispiel Leute, die das System einfach missbrauchen wollen. Ich habe sie dann mal gefragt, was bedeutet das denn, wenn es diese Schnittstellen, Autobahnen in zum Beispiel dieses SORMA-System gibt, das Gesundheitsämter verwenden, um Kontaktverfolgung zu machen. Und wenn sich dann herausstellt, dass angeschlossene andere IT-System von draußen, nehmen wir mal an das Luca-App-System, dass das Sicherheitslücken hat. Ihre Antwort war, wenn das eine schwere Sicherheitslücke ist, heißt das, erstmal wird die IT komplett abgeschaltet. Die schalten dann sofort von digital auf Analogbetrieb um. Dann werden wieder die Zettel gezückt und die Faxe geschickt, weil sie sagen, die Gefahr ist viel zu groß, dass über die Sicherheitslücke irgendjemand eindringt, in die Systeme eines Gesundheitsamtes hochsensible Daten abzieht oder dort vielleicht Datenbanken löscht. Das darf man auf keinen Fall machen. Linus Neumann vom Chaos Computer Club hat also wirklich eine umfassende Kritik zur Luca-App vorgetragen, auch in seiner Stellungnahme, und die schriftliche Stellungnahme von mehreren Sachverständigen werden wir euch natürlich da unten auch verlinken. Guckt da gerne mal rein. Er hat hinlänglich beschrieben, warum ein zentrales System einfach eine schlechte Idee ist, hat auch auf einige riesengroße Sicherheitslücken hingewiesen, zum Beispiel die sogenannte Luca-Track-Sicherheitslücke. Luca hat ja auch so Schlüsselanhänger herausgegeben, wo so QR-Codes drauf waren. Und LucaTrack ist eine Sicherheitslücke, wo man nur mit einem Foto von einem beliebigen solchen Schlüsselanhänger das vollständige Bewegungsprofil der Person, die diesen Schlüsselanhänger benutzt hat, für die letzten Wochen abrufen konnte. Man kann sich das übrigens dann auch auf einer Karte anzeigen lassen mit den GPS-Koordinaten und weiß, wo die Person gewesen ist. Total creepy, der feuchte Traum eines Stalkers wahrscheinlich, und besonders unangenehm die Vorstellung, dass man solche Schlüsselanhänger selbst für Kita-Kinder angepriesen hat. Da möchte man wirklich seine Fantasie nicht freien Lauf lassen. Das war übrigens sehr schräg, wie der Chef von Nexenio, wo ja Luca-App herkommt, mit diesem Problem umgegangen ist. Der hat gesagt, diese Schlüsselanhänger, die waren ja eigentlich ursprünglich nur für Pflegeheimbewohnerinnen vorgesehen, und
war ja auch übrigens das Problem, dass die gar nicht richtig registriert und verifiziert waren. Auch sowas, womit Luca App immer geworben hat, dass alle Kontaktdaten verifiziert sind. Aber bei dem Schlüsselanhänger, da war das gar nicht so. Da konnte man irgendeine ausgedachte Zahl als TAN eingeben zur Verifizierung. Und da meinte er auch, das wäre gar kein Problem, weil es ja eigentlich nur für PflegeheimbewohnerInnen vorgesehen ist. Zwei Sätze weiter hat er gesagt, dass sie gerade mit einem Logistikpartner daran arbeiten, dass jeder, der möchte, so einen Schlüsselanhänger bestellen kann. Das ist übrigens auch jetzt schon so, dass man, wenn man möchte, in Landkreisen, die sowas anbieten, im Prinzip schon jeder und nicht bloß PflegeheimbewohnerInnen so einen Schlüsselanhänger kriegen können. Die Sicherheitslücken sind zum Teil immer noch da. Linus Neumann sprach auch von der Luzi-App, die am Tag vor dem Digitalausschuss veröffentlicht worden ist, und zwar vom PENG-Kollektiv. Die werfen auch ab und zu mal Torten und machen ganz interessante politische Kunstaktionen. Da haben sie sich quasi als Hacker gezeigt und haben mit dieser Luzi-App gezeigt, wie jeder jeden überall einchecken kann. Das war für mich übrigens auch der Anlass, mal eine direkte Frage an Linus Neumann zu stellen, mein Auftakt sozusagen im Digitalausschuss. Da war mein Aufhänger aber noch ein anderer, nämlich die Art und Weise, wie Patrick Hennig, den schon erwähnten CEO von Nexenio, wie der mit meiner fachlich fundierten Kritik in der Öffentlichkeit umgegangen ist. Das hört ihr euch am besten mal mit einem kleinen Videoschnipsel direkt aus der Anhörung an. Ich habe vor einer Weile mal die Luca-App als funktional kaputt bezeichnet, weil viele Kernfunktionen der Luca-App nicht wie erwartet genutzt werden konnten, zum Teil immer noch nicht genutzt werden können. Zum Beispiel beim Check-in kann jeder jeden überall einchecken, selbst fremde Menschen, oder sich selbst an weit entfernten Orten, auch gleichzeitig an verschiedenen, auch mit 600.000 anderen Leuten, die genauso wenig vor Ort sind, wodurch natürlich keine verifizierten Kontakte in den Listen stehen, irgendwie einchecken. Also der Check-in ist funktional kaputt. Check-out, Schlüsselanhänger können gar nicht auschecken. Viele Menschen bleiben stunden- oder tagelang eingecheckt. Bei Android liegen wochenlang überhaupt kein automatischer Check-out. Und wer automatisch einen Check-out eingestellt hat, kann nicht mal im Nachbargeschäft einchecken, sondern muss erst mal 50 Meter weit weglaufen. Manuell erfasste Kontakte konnten durch Gesundheitsämter nicht abgerufen werden. Bei der Registrierung fehlen minimale Sicherheitsanforderungen, wie zum Beispiel Postleitzahl geht nur fünfstellig, Zeichenbegrenzung auf sinnvolle Mengen oder wenigstens eine Ablehnung von Sonderzeichen. Man kann im Moment immer noch mit geflügelte Dollarnoten als Name eintragen bei der Registrierung. Man kann auch die Entfernung zum Mond als Radius für den automatischen Check-in eintragen. Und der versprochene und immer noch beworbene Kommunikations- und Warnkanal für Gesundheitsämter Richtung NutzerInnen über die Luca-App, den gibt es gar nicht und barrierefrei ist sie auch nicht. Alles das und noch viel mehr meinte ich mit funktional kaputt. Patrick Hennig, CEO hier anwesend, hat meine Aussage daraufhin in Interviews als falsch und schwachsinnig bezeichnet. Ich würde gerne Linus Neumann vom Chaos Computer Club fragen, ob derartige Probleme bei Software mit Massenrollout üblich und hinzunehmen sind. Manche dieser Probleme wurden ja von den Herstellern der Luca-App sogar als gewünschte Funktionalität bezeichnet. Teilen Sie diese Interpretation oder handelt es sich um funktionale Fehler und Schwachstellen, die Risiken nach sich ziehen? Ja, also nee, sowas kommt von sowas. Es scheint ja hier ein Projekt zu sein, was noch sehr jung ist. Und da waren die PowerPoint-Folien wahrscheinlich schneller fertig als die Systemarchitektur. Die Fake-Check-Ins sind ein Problem, vor dem wir immer wieder warnen. Es wurde jetzt gestern hastig eine Lösung angekündigt, aber auch erstmalig. Davor wurde das Problem immer geleugnet. Und das zeigt eben, ne, das ist hier noch nicht zu Ende gedacht gewesen zu dem Zeitpunkt, als die Länder 21,8 Millionen Euro dafür ausgegeben haben. Luca ist halt ein Zettel in der Mitte des Internets und da schreiben eben dann auch Leute drauf. Luca Track wurde benannt, fundamentales Sicherheitsversprechen an die Nutzerinnen nicht gehalten. Mir ist keine IT-Sicherheitsexpertin bekannt, die das nicht als Schwachstelle bezeichnen würde. Und wer das irgendwie als gewünschte Funktionalität sieht, hat wahrscheinlich irgendwas fundamental nicht verstanden oder eine nicht gängige Auffassung von IT-Sicherheit. Die anderen Symptome, die Sie benannt haben, ja, das, also in 3 Monaten, muss man einfach sagen, kriegt man sowas halt auch nicht ordentlich hin. Und das sind andererseits Probleme, die man bei sauberer Arbeit eben nicht hat. Deswegen versucht man ja anfangs ein fertiges Konzept zu haben und das dann umzusetzen.
Unterhaltsam finde ich das natürlich dann auch, wenn 77 reputable IT-Security-Forscherinnen vor diesen Risiken warnen und hier die mangelnde Qualität ansprechen und ihnen dann so ungefähr entgegnet wird, sie hätten das Konzept nicht verstanden. Man fühlt sich hier manchmal als einer von vielen tausend Geisterfahrern in der Kommunikation. Zieht euch das mal rein. Allein Bayern zahlt mit über 5 Millionen Euro mehr als das ganze SORMAS-System für ganz Deutschland kostet, und zwar nur für ein einziges Jahr Luca-App benutzen. Das ist völlig gaga. Der Auftritt von Patrick Hennig für die Luca-App war schon ein bisschen seltsam. Manchmal kam er mir etwas merkbefreit vor. Direkt angesprochen auf die vielen Missbrauchsmöglichkeiten der Eingabe, Check-in, Check-out, Registrierung und so weiter, da meinte er, man kann nicht jeden Missbrauch verhindern. Es kommt auf die Verantwortung des Einzelnen an. Dann, ehrlich gesagt, braucht man die Luca-App aber überhaupt gar nicht. Denn die Verantwortung des Einzelnen, die kann man mit Corona-Warn-App hervorragend auch ausnutzen. Das war's wieder mit Neuem aus dem Digitalausschuss. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wenn man dann zum Beispiel bei so einem Test... Hör doch mal auf, du blöde Lampe! Vielleicht hat sie einfach keine Lust mehr. Ich verstehe die Lampe.